Heute stellen wir euch die sogenannte Bärenpranke vor. Ich habe in ein paar Videos von mir schon die Bärenpranke als Einspieler oder mal kurz als Vorstellung drin gehabt. Und heute stellen wir sie euch vor, denn zu meiner ganz Linken haben wir unseren Markus Reiterberger, der diese Bärenpranke schon länger nutzt und euch viel darüber erzählen kann. Und in unserer goldenen Mitte haben wir den Claudio. Der Claudio ist nämlich Erfinder und Macher dieser tollen Bärenpranke. Seid gespannt, wir sehen uns gleich wieder. Dieses Video wird präsentiert von der Diopathy Bärenpranke, deiner ultimativen Lösung für Schwielen und Blessuren an den Händen. Viele von euch haben schon gefragt, für was die Bärenpranke eigentlich ist. Claudio, wie bist du denn auf die Idee gekommen, sowas zu bauen, was man sich unter den Handschuh rein anzieht? Ganz einfach. Ich bin auch passionierter Motorradfahrer und habe mir 2017 eine frisch neue Doppel-R gekauft. Bin damit direkt zum Lausitzring, frisch eingefahren, Inspektion, Tausender gemacht und da passte vorne und hinten gar nichts. Ich bin auch groß und habe es nicht geschafft, mich auf der Geraden festzuhalten. Meine Arme wurden immer länger und länger und habe gemerkt, nach 3 Turns, ich habe Blasen in den Händen. Da habe ich gesagt, irgendwas machst du verkehrt. Und irgendwann wurde aus Blasen Blut. Und dann habe ich gedacht, Kacke, ne? Was machst du jetzt? Und dann bin ich rübergegangen, da gab es einen tollen Support vor Ort. Ja. Und er sagte, da gibt's was. Er hat mir das mitgegeben, hat genau einen Turn gehalten. Also quasi der Konkurrent zu dem. Genau, ein Wettbewerber. Ja. Genau. Und dann habe ich festgestellt, nach 3 Tagen Lausitzring, ich habe mehr für den Wettbewerber ausgegeben, anstatt für Sprit für Motorrad. Dann habe ich gesagt, irgendwas ist falsch. Habe ich gesagt, das kann nicht sein. Zwischendurch habe ich irgendwann am letzten Tag habe ich auch noch abgetaped, weil die Dinger haben sich immer sofort durchgedrückt. Es war einfach nicht so zufriedenstellend, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach deine eigenen. Und zwar so, dass Qualität einfach stimmt und dass sie einfach lange halten, weil unser Motorsport und Zweiradsport ist einfach teuer genug. Ja. Und habe dann angefangen, ganz klassisch zu Hause auf dem Tisch und habe einfach Material genommen, geschnitten mit der Schere, anprobiert, rausgefahren und ganz einfach. Und die hängen jetzt bei mir unten im Büro auch im Rahmen drin, die ersten Versionen. Und habe die für mich noch behalten und damit habe ich, glaube ich, 17.000 Kilometer runtergeschrubbt. Und die sahen bei weitem noch besser aus, als die ich vom Wettbewerber einmal hatte. Okay, soweit zur Idee. Also ich denke, der Claudio wird uns nicht verraten, was er da genommen hat, weil sonst wäre es natürlich irgendwo... Aber der Markus kann uns anscheinend bestätigen, denn der Markus hat jetzt hier ein Paar, das du aus Le Mans, also ein 24-Stunden-Rennen wahrscheinlich hast, oder? Genau, ja. Wie alt sind die? Vielleicht kann die der Christoph mit der Kamera auch ein bisschen runter filmen auf die Bärenpranke. Also die habe ich, das waren meine ersten Exemplare, die ich im Renneinsatz getestet habe, über das ganze Wochenende. Also nicht nur das Rennen, sondern das ganze Rennwoche, also sprich freie Trainings, Qualifying, Rennen. Und das 24-Stunden-Rennen wurde. Genau, und dann habe ich die einpackt und habe sie ihm wieder geschickt als Danke und als zum Auswerten einfach. Ja, ja. Und da sieht man jetzt auch da. Man sieht jetzt innen, ja, man, nach 24 Stunden, nach einer ganzen Woche Gebrauch, ja, ist das nichts. Ich habe die ganze Saison, ich habe nach denen nur einen Satz. Der Claudio hat mir einige geschickt, aber ich bin recht sparsam und habe heuer mit dem 2 Satz verwendet. Ja. Ich bin Dunlop-Testfahrer, IDM gefahren. Ja. Und ich fahre einfach so lange, bis ich Probleme kriege mit denen und dann nehme ich einen Einsatz. Aha. Und hast du einen Vergleich zu einem Mitbewerber gehabt? Oder? Ich bin immer unter Handschuhe gefahren, seit ich Tausender fahre, ja, weil ich dann einfach einmal Blasenprobleme gekriegt habe und halt, ja, einfach Schmerzen gehabt habe und habe mir dann auch wahrscheinlich beim gleichen Händler die Dinger geholt und habe die immer gefahren oder halt auch abtaped dann oder was man so macht. Ich meine, GP, ja, bei Dovizioso sieht man es extrem, der ist innen und außen taped. Ja. Und dann haben wir es auch immer im Rennsport immer mehr gesehen, dass die verwendet werden und so habe ich die einfach immer verwendet. Bis dann der Claudio mich angeschrieben und sagt, hey, hast du Interesse an so Bärenpranken? Habe ich gedacht, was ist denn eine Bärenpranke? Und dann hat er mir das geschickt und erklärt, ah ja, schickt mir mal einen Satz zu. Und dann bin ich dann mit Motocross gefahren, aha, weil meiner Meinung nach bei Motocross ist es nochmal extremer, ja, also bei mir zumindest. Ja. Und habe gesagt, boah, das ist schon eine andere Nummer. Aha. Und jetzt habe ich eigene personalisierte, ja, die haben schon, und ja, war es gefertigt. Und, ja, und da hat er, vielleicht erklärt uns der Claudio kurz, was er da noch bei deinem personalisierten jetzt, bis auf jetzt das Logo von Markus, noch anders macht. Weil der hat er noch so einen Körb eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das auf der zweiten Kamera sieht. Genau. Da hat er noch so einen Körb drin und warum ist das so? Ja, der Reit, die hat einen ganz speziellen Fahrstil eben hat und ich habe ihm die ersten Versionen, die normalen, ihm zugeschickt und sagte, ja, Claudio, kannst du mir noch was machen an der Seite? Ich habe an der Seite auch Probleme. Ja.
Und bis dann hatten alle, die ich auf der Rennstrecke kennengelernt hatte, sind damit immer zurechtgekommen. Ja. Dann kam Reitunjack und sagte, kommt nicht damit zurecht. Ne? Ja. Er braucht mehr Schutz durch seinen speziellen Fahrstil. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich dir was. Dann habe ich das eben halt zu den Curb. Da habe ich gesagt, das passt natürlich zum Motorsport. Dann haben wir den dran gemacht. Das ist extra noch die seitliche Schutz. Dann hat er eine Besonderheit. Er hat extra perforiertes Material, dass man da nicht darunter schwitzt. Weil wenn er natürlich einen langen Stint hat, ja, der fast eine Stunde geht, dann darf die Haut nicht so sehr schwitzen. Und sonst reißt sie schneller. Sonst wird die noch schneller, also ja, zu weich und ja, kriegst noch schneller Blasen. Ja. Ne? Das ist eben halt genau das. Und er hat noch etwas, er reißt extremst am Hahn. Das habe ich wirklich bei keinem anderen auch so gehabt. Der hat sich bei den normalen Rundlöchern, entweder waren die zu eng oder die haben sich nach einer Zeit zu weit nach unten gezogen, aha, dass er wieder die Stellen unten frei hatte. Ah, die haben so, okay, okay. Ja, dann habe ich gesagt, kein Problem, ich gehe das Problem an, Herausforderung angenommen. Und habe ich ovale Fingerlöcher für ihn designt. Mhm. Und ja, und genau diese Kontur, diese Form und das habe ich mir jetzt auch patentiert. Deswegen gab es jetzt auch noch nicht bei uns auf dem Shop, weil aha, ich musste warten, bis PlantUp mir sagt, ist jetzt durch. Ja. Und das heißt, jetzt können wir auch die Version auf den Markt bringen, ja, cool, sodass wir auch dann Alleinstellungsmerkmal entsprechend haben. Und die MR, also die Markus Alterberger, sind die frei verkäuflich oder kriegt die nur er? Bis jetzt hat er die exklusiv bekommen, ja, aber wir werden natürlich für ihn auch das machen, dass wir die Version rausbringen. Entsprechend wird bei uns in den nächsten Wochen auch im Shop dann verfügbar sein. Da haben wir die ersten dann fertig. Bis jetzt war das nur für ihn. Okay. War ganz witzig, hat ja auch immer schön in der Kamera gehalten. Ja, hat kein ja, Mensch gewusst, was es ist, ja, weil das ja, seine sein war. Und ich dachte, okay. Und nach dem letzten Video oder also Instagram-Post, was er gemacht hat, dann kamen auch ganz viele Fragen: Hey, im Shop finde ich die gar nicht, ja, was ist los? Ja, 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 weil es natürlich nur für ihn war, habe ich ihm zum Dank gemacht. Und ich hatte dann die Bärenpranke ganz klein unten ja, hier drauf gemacht. Aber wird es auch bei uns jetzt im Shop geben, oh, okay, in seinem Design. Okay. Und Markus, war das jetzt, weil viele fragen mich immer, ja, stört das nicht irgendwie unter den Handschuhen? Die haben immer ein bisschen Angst, dass sie dann, weil sie eh empfindlich sind mit den Armen oder mit den Händen, dass sie verkrampfen und eh die Handschuhe immer drücken und so, hat man da, hast du da irgendwie jemals Probleme gehabt, dass das dann noch mehr gedrückt hat oder dass das irgendwie unangenehm war oder sowas? Eigentlich war es angenehmer, weil man hat ja bei den Handschuhen immer eine Naht oder einen Protektor, der immer irgendwo reibt oder drückt und so. Und da hat man eigentlich ja, nochmal einen Schutz dazwischen, auch mhm, gegen die Reibung von den Nähten. Weil oft mhm, ist ja nur den Körb, den wir da gemacht haben, ist zum Beispiel nur, weil ich da genau da die Naht rumgeht von Handschuhen. Ja, ja. Und der schützt mich jetzt da davor. Und vom Platz her ist in so einem Handschuh meiner Meinung nach reichlich Platz zur Verfügung. Ja. Gut, ich fahre von Haus aus auch nur größer Handschuhe, weil mir das einfach zu lange dauert, bis ich den perfekten... Bis der passt, weil ja, man muss mit dem Ring fahren oder einsprühen. Ja. Deswegen nehme ich nur größer, ich fahre XL mittlerweile. Ja. Und weil dann nehme ich einen Satz neue Handschuhe mit die Pranken rein und fahre los. Ja. Mache ich übrigens auch einen ja, größeren Satz, weil sonst mit also das ist ja Wahnsinn sonst, ne? Sonst ist ja, der Handschuh, der passt erst dann, wenn du ihn eigentlich schon wegschmeißen kannst. Ja, ja. Und ich meine, wo es eng wird, ist natürlich an die Finger, aber da ist ja nichts. Und ich meine, die Handflächen, da ist ein Handschuh genügend Platz. Mhm. Und man hat auch durch die Größe und Umfang vom Griffgummi. Ja. Oft einmal ist das Problem der Griffgummi, wenn die so dünn sind, ja, dass man dann auch einfach ja, wenig Fläche zur Verfügung hat. Ja. Ich habe von Haus aus dicke Griffgummis, ja, dann halt die Pranken noch dazwischen, die nochmal einen Schutz haben und einen Reibungsschutz und dann. Ja, okay. Ich bin jetzt 3 Tage testen gewesen, fällt gar nichts mehr. Ja, okay. Ganze Saison. Okay. Ja, cool. Also ich habe das vorher auch nicht gekannt und ich hab zwar keine Probleme mit Blasen gehabt, aber ich habe immer so ein bisschen das Thema Verkrampfen gehabt mhm, und wie der Markus auch sagt, ja, durch das ist der Griff ein bisschen dicker und ich neige weniger dazu zu verkrampfen, weil mich die Bärenpranke ein bisschen so daran erinnert, die Hand locker zu lassen. Und seitdem lege ich ja zum Beispiel einen Finger immer so auf den Bremshebel auf, auch wenn ich Gas gebe. Also ich bin mehr lockerer an der Hand seitdem einfach. Ja. Habe aber jetzt auch bewusst, wie der Markus schon gesagt hat, meine neuen Handschuhe vergrößert von der Größe her, damit ich noch mehr Platz habe im Handschuh. Weil das gibt nichts Schlimmeres, als wenn ne, ein Handschuh, der eng ist, da flippst du aus. Ja. Ne, also hast du überhaupt kein Gefühl und so weiter. Okay Claudio, wir haben jetzt da verschiedene Bärenpranken, die gibt es natürlich in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen ja, und verschiedenen Sticken. Genau, das gibt eben halt die Comfort, das ist eben halt die dünnste Version, die ist ungefähr 1 mm dick, das ist die du gerade in der Hand hast. Ja. Das ist eben halt die geschlossene, die passt wirklich unter jedem Handschuh ohne Probleme, die ist am dünnsten. Ja. Und das ist die eigentlich am meisten gegen die Schwielen hilft. Und dann gibt es die R, das ist 1:1 auch das Material, was der Reiti entsprechend hat, die mhm, R, das ist perforiert. Das ist zum Beispiel die da.
Nee, das ist noch ein ganz spezieller, das ist für die Industrie. Das ist eine Kevlar-Beschichtung und dann gummiert für extra Grip, das heißt für die Verpackungsbranche, wo man konfektionieren muss. Yeah. Und das sind meistens Damen. Und damit können sie die Kartons besser packen, haben trotzdem mal das Fingerspitzengefühl, weil die sind frei und können eben halt damit sehr gut arbeiten. Verkauft sehr gut in der Industrie. Okay. Da war die erste Version entsprechend und da muss man die Dimensionierung wesentlich größer anpassen, weil das nicht so ganz elastisch ist. Verstehe. Ja? Das ist die, was der Reit jetzt hat, die perforierte. Ja, genau, die perforierte. Mhm. Das war der Test, das genau die ich genommen hatte, eben halt mit der Dicke, wie er sie hat, in etwas dünnere Version. Ja. Und so sind auch unsere eher Standard aufgebaut, mit derselben Dicke. Ja. Und die helfen nicht nur gegen die Schwielen, sondern die haben genau diesen Effekt, dass wir minimal etwas dicker sind als die Comfort, absorbieren die auch die Vibration, was du einfach hast im Lenkrad und dadurch schläft dir auch die Hand nicht mehr ein. Du hast nämlich einfach ein Durchblutungsproblem durch das Abstützen, was man einfach instinktiv irgendwann macht am Lenkrad oder das ständige Drehen entsprechend und das sorgt genau dafür, dass die Reibung minimiert wird und eben halt die Durchblutung der Hand nicht gestört. Okay, cool. Von den Größen her, es ist jetzt so, also ich habe jetzt hier eine 2XL an und du hast gesagt, die Größen haben sich ein bisschen verändert. Ich dachte jetzt, 2XL brauche ich nicht, aber ich habe jetzt keine große Hand, aber 2XL habe ich jetzt. Genau, also das liegt daran, das war noch die Version, wo wir am Anfang natürlich aus dem Motorsport die Erfahrung genommen haben, da sind die Hände tendenziell etwas schmaler. Ja. Das sind eher Leute, die schmaler sind. Und dann haben wir im Laufe der Zeit aber auch, das heißt, eben halt das Feedback aufgenommen, haben gesagt, hey Leute, für die Straße finde ich das ein bisschen zu eng, ein bisschen zu klein und haben die neu dimensioniert. Das siehst du auch so schön daran, hier stehen zum Beispiel keine Größen dran. Ja. Ja, bei der neuen Version, dann ist unten die Größe eben halt direkt und auch links und rechts vermerkt, dass die Leute auch wissen, welche Seite wohin muss. Ja, ja. Bei denen, die du hast, da war das ganz einfach, Bärenpranke ist immer links, Diopati-Logo immer rechts. Warum Diopati? Destra, rechts auf Italienisch, ist rechts. So hatte ich das dann gemacht. Aber das ich muss dazu sagen, als ich die das erste Mal vor circa einem Jahr oder so probiert habe, da bin ich auch so davor gestanden, so nach dem Motto, Moment mal, wo ist denn hier? Und dann denke ich mir, nee, so kann es nicht sein. Ne? Und dann musst du ja erstmal so ganz, ganz komisch hier so durch, ne? Und das dann quasi so rumlegen. Ja? Genau. Und das ist für jemanden, der die noch nie angehabt hat, das ist im ersten Moment schon ein bisschen komisch, aber dann ist es auch sehr intuitiv, wenn man das noch angehabt hat. Ja, genau. Cool. Und das ist das Schöne und das passt. Und jetzt auf den neuen haben wir auch links und rechts eben halt drauf, das vermerkt, dass man keine Probleme mehr hat. Und die Montage, also Anziehanleitung ist auch mit drauf. Okay. Und bei dir gibt es einen Online-Shop, den verlinken wir auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Da könnt ihr die Bärenpranke dort bestellen. Was tust du jetzt, wenn jemand überhaupt nicht damit zufrieden wäre? Wird natürlich wieder zurückerstattet, ganz einfach. Okay. Also bis jetzt habe ich eine Reklamation gehabt, aber das war das Karpaltunnel-Syndrom, so fortgeschritten, schon zweimal operiert. Okay. Da konnten wir nicht mehr helfen. Da habe ich aber noch eine Sonderlösung gemacht. Ich habe dir noch eine Sonderdesign für ihn gemacht, eine Sondergröße. Mhm. Er verwendet sie und habe gesagt, lass Geld stecken, alles ist gut. Hauptsache, du kannst fahren, hast Spaß wieder am Motorradfahren. Cool. Aber gar kein Thema. Ja, cool. Also ihr seht schon, der Claudio ist auf jeden Fall vorbereitet für alle Möglichkeiten, die so passieren kann. Probiert die gern mal aus. Jeder, der so ein bisschen so Probleme hat mit Spielen, mit Blasen und so weiter oder Verkrampfungen, probiert es einfach mal aus. Schaut es vielleicht mit den Größen. Was kann man da für Empfehlungen für die Größen, wenn man jetzt nicht weiß, welche Größe man nehmen soll? Ganz einfach, bei jedem Bild im Online-Shop ist oben eine Größentabelle. Einfach den Ringfinger durchmessen, dann kann man ablesen. Dann, je nachdem, was man fährt. Fährt man Landstraße oder eben halt Rennstrecke? Rennstrecke ist immer ein bisschen straffer, damit eben halt diese Blasen, weil die ist man wirklich viel mehr im Volllastanteil. Auf der Landstraße gibt es wirklich bis zum Anschlag Vollgas. Nie, wenn man legal unterwegs sein will. Mhm. Einfach ablesen und dann kann man es bestellen. Okay. Super, ja, auf jeden Fall interessant. Leute wie der Reiti schwören da drauf, ist natürlich für euch auch dementsprechend eine Vorlage. Also probiert es gern aus, vielleicht seid ihr dann auch irgendwann so schnell wie der Reiti. Ja, das war der Plan. Nee, Spaß beiseite. Freuen wir uns auf jeden Fall, den Claudio hier im Boot mitzuhaben, als Unterstützer, als Sponsor im großen Motorsportbereich der ganzen Motorradszene. Ihr dürft sie gerne ausprobieren, schaut bei ihm vorbei im Online-Shop unten in der Beschreibung. Und wir bedanken uns natürlich fürs Zuschauen bei diesem Video. Gebt gerne einen Daumen hoch und vergesst natürlich nicht den Kanal von Markus Reiterberger in Instagram, Diopati in Instagram und ihr dürft auch meinen Kanal abonnieren, aber die meisten haben dich schon abonniert. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.